Was passiert, wenn was passiert? Das wüssten alle gern, die in der Nähe eines Atomkraftwerks wohnen. Aber ob sie es auch wirklich jemals erfahren werden? Derzeit schaut es nicht danach aus. Statt angekündigter gnadenloser Stresstests droht eine große Alibi-Aktion. Aktuelle Pläne sehen nämlich vor, dass die AKW-Betreiber sich erstens selbst überprüfen sollen und zweitens nur die Risiken von Naturkatastrophen abschätzen müssen. Eine derartige Farce will EU-Energiekommissar Günther Oettinger zwar nicht zulassen, dass ihn dabei aber viel mehr Staaten als Deutschland oder Österreich unterstützen, glaubt kaum einer. Am Donnerstag dürfte eine Vorentscheidung fallen. Helga Lassar und Simone Striebel berichten. Atomkraftwerke in Europa, 143 an der Zahl. Bis vor kurzem war deren Sicherheit kein Thema. Fukushima ändert alles. Politiker kündigen strenge Prüfungen der Kernkraftwerke an. Ein Stresstest soll die Bevölkerung beruhigen. Und im März waren sogar atomfreundliche Regierungen für harte Konsequenzen. Es gibt bei dieser Sicherheitsprüfung keine Tabus. Wenn ein Reaktor durchfällt, ich spreche nur für Frankreich, dann wird er vom Netz genommen. Das ist klar. Warum einen Stresstest? Wir wollen die Risiken und die Sicherheitsfragen im Lichte der Erkenntnisse von Japan ergänzend und neu bewerten. Stresstest ohne Stress. Denn die Anforderungen an die Prüfung werden immer mehr abgeschwächt, so wie es sich die Betreiber wünschen. Nach einem Vorschlag der Westeuropäischen Atomaufsichtsbehörde, WENRA, fällt der Stresstest wesentlich schwächer aus als angekündigt. Umweltorganisationen sprechen von einer Farce. Die Stresstests, die jetzt vorgeschlagen worden sind, haben mehrere Schwächen. Sie sind erstens auf freiwilliger Basis, zweitens völlig intransparent und drittens ist es das Hauptproblem, dass keine unabhängigen Experten daran teilnehmen können. Das heißt, die vorhandenen Sicherheitsüberprüfungen, die AKWs haben, werden jetzt in einem Bericht zusammengefasst und nach Brüssel geschickt. Das ist etwas, wo man de facto wird es dann so sein, dass man eine Art Gütesiegel für jedes AKW ausstellt und das war's dann halt. So sollen die Betreiber der Kernkraftwerke nur prüfen, ob die Reaktoren Naturkatastrophen standhalten und nicht, wie ursprünglich gefordert, das Risiko von Terroranschlägen, Flugzeugabstürzen und Cyberattacken. Hier beim Forschungsreaktor am Atominstitut Wien beschäftigen sich die Wissenschaftler auch mit der Sicherheit von Reaktoren. In manchen Ländern könnte es sein, dass also hier festgestellt wird, dass sie also nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechen, dann ist es natürlich eine Frage der nationalen Behörde, ob sie dieser Aufforderung nachkommen und sagen, dieses Kraftwerk muss abgeschaltet und stillgelegt werden, oder ob sie sagen, also versucht zu investieren, um das Kraftwerk an den heutigen Stand der Technik heranzubringen, was wahrscheinlich nicht immer möglich sein wird. In Österreich lautet der nationale Konsens in der Atompolitik Nein. 87.000 Unterschriften bringen Landeshauptmann und Landeszeitung aus Vorarlberg ins Kanzleramt. Ein Drittel aller Bürger hat unterschrieben. Und während die Grünen draußen ihre eigene Unterschriftenaktion starten, poliert der Bundeskanzler sein Image als Kämpfer gegen die böse Kraft. Die Betreiber der Atomlobbyisten stellen sich jetzt schon das beste Zeugnis aus. Das sind wir gewohnt von den Atomlobbyisten. Die loben sich am liebsten selber. Österreich wird niemandem einen Freibrief geben, für Atomtechnologie zu sein. Die umgekehrte Frage ist härter. Sind die Atomkraftwerksgegner stark genug, dafür zu sorgen, dass etwas abgedreht wird? Von Abdrehen wollen die meisten Regierungen in Europa nichts hören, vor allem nicht in Frankreich. Präsident Nicolas Sarkozy vor einer Woche zu Besuch im AKW Gravelines, einem der größten Kernkraftwerke Europas. An der Seite der Arbeiter im Werk predigt Sarkozy seine Sicht des Fortschritts. Ceux qui voudraient qu'on arrête le nucléaire. Die wollen, dass wir aus der Nuklearenergie aussteigen, haben nicht den Mut, den Franzosen zu sagen, dass sich in diesem Fall der Strompreis vervierfachen würde und das wäre eine Rückkehr ins Mittelalter. C'est le choix du Moyen Âge. Vierfacher Strompreis? Diese Rechnung ist fehlerhaft. Atomstrom kann nur deshalb günstig sein, weil die Kosten für die Endlagerung und die Haftung im Schadensfall nicht eingerechnet werden. Frankreich deckt seinen Energieverbrauch zu drei Viertel mit Atomstrom. Auf Lokalaugenschein in Nogent-sur-Seine. Die Bevölkerung lebt mit dem Atomkraftwerk seit 25 Jahren. Und das ganz gut, sagt sie. Auch andere Wirtschaftszweige erhalten dadurch einen Auftrieb. Zulieferbetriebe der französischen Elektrizitätsgesellschaft haben sich in Nogent-sur-Seine niedergelassen und arbeiten mit der lokalen Industrie zusammen.
Viele im Ort sind im Atomkraftwerk beschäftigt. Die Angst ist immer da, aber das Problem ist, wir brauchen Energie und im Moment gibt es nichts anderes, um so viel Energie zu produzieren, wie wir brauchen. Also haben wir keine Wahl, wir müssen damit arbeiten. Man macht das Beste daraus. Nein, wir haben Vertrauen in die französische Atomkraft, so wie die meisten Menschen, die hier leben. Wir kennen uns aus und wissen, dass die Gefahren sehr gering sind. Nicht, dass ich nicht dagegen bin. Es gibt immer eine Gefahr. Null Risiko gibt es nicht. Man kann auch bei einem Autounfall sterben. Ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren sagen werde, aber im Moment leben wir damit. Eine nukleare Katastrophe wie die in Fukushima würde in Europa einen Schaden von mehreren Billiarden Euro ausmachen. Eine Summe, für die Atomkraftwerke nicht versichert sind. Denn sonst würde sich das Geschäft mit der Atomkraft nicht mehr lohnen. 3 Milliarden Euro kostet die Errichtung eines Atomkraftwerks. Und auch die Endlagerung, sagt Erwin Mayer. Er berät Regierungen und Konzerne in Energiefragen. Bis zu 1 Million Euro pro Tag kann mit einem alten, abgeschriebenen AKW erwirtschaftet werden. Aber da sehen wir auch schon das Dilemma, nur alte und abgeschriebene, das heißt 20, 30 Jahre in Betrieb befindliche AKWs, sind hochprofitabel. Da haben wir aber einen Trade-off, das heißt ein Auseinandergehen von Sicherheit und Gewinnchancen. Und wenn Sie die Betriebszeit jetzt auf 60 Jahre verlängern, erhöht sich damit massiv die Wahrscheinlichkeit von schweren Unfällen. Denkt man jetzt an Neu-AKWs, muss man ganz klar sagen, dass die von Beginn an nicht rentabel sind. Sie werden keinen privaten Investor weltweit finden, der einen neuen AKWs baut, wenn es nicht massive staatliche Unterstützungen gibt. Dieser Herr sitzt im EU-Parlament und wird hinter vorgehaltener Hand Atomherbert genannt. Herbert Reul, CDU-Politiker, ist ein offener Befürworter der Atomkraft. Aber auch er fordert strenge Tests und eine sachlichere Debatte. Nach heutigem Stand sage ich Ihnen, glaube ich, dass ich in meinem Leben das nicht erleben werde, dass Europa ohne Kernkraft auskommen wird. Und die Welt erst recht nicht. Wir haben vergessen ja, ist vielleicht auch noch ein wichtiges Problem, dass wir einen riesen Bedarf an Energie auf der Welt haben. Müssen wir erst mal beantworten, die Frage, woher der? Und ich weiß gar nicht, ob man auf irgendwas verzichten kann im Moment. Am Donnerstag wird Günther Oettinger bekannt geben, wie der Stresstest genau aussieht. ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch hat den EU-Energiekommissar für den Report zwischen 2 Sitzungen befragt. Wir wollen, dass alle Gefahren, die entstehen können, geprüft werden. Und welche Gefahren wären das, die verpflichtend geprüft werden müssen? Das sind die im Lichte von Japan, nämlich Erdbeben- und Hochwassergefahren. Das sind technische Fragen entlang der Kühlungssysteme und der Stromkreisläufe, aber auch Gefahren wie Flugzeugabsturz oder terroristische Angriffe oder Cyberangriffe. Und wäre das verpflichtend, Herr Kommissar? Das geht in keinem Fall. Die Mitgliedstaaten sind jeder für sich verantwortlich. Bis Donnerstag ist nicht mehr viel Zeit. Wird Österreichs Forderung nach einem strengen Stresstest Europas Atompolitik beeinflussen können? Der österreichische Umweltminister Blackwitsch hat leider meiner Meinung nach den strategischen Fehler gemacht, dass er diese Sicherheitstests, diese Stresstests der Atomindustrie jetzt übergeben hat. Die hat damit ein Feigenblatt, mit der sie selber jetzt ihre AKWs auf eine Art, mit einer Art Gütesiegel versehen kann und dementsprechend die AKWs dann in weiterer Folge weiterlaufen lassen kann. Für mich heißt es allerdings, dass der Umweltminister Blackwitsch hier seine eigene politische Verantwortung daraus ziehen muss. Das heißt, wenn die Stresstests, so wie sie jetzt vorgelegt werden, tatsächlich beschlossen werden, dann darf Österreich dem nicht zustimmen. Weil sonst machen wir uns lächerlich mit unserer Anti-Atom-Politik. Für eine eingehende Prüfung wird es knapp. Schließlich müssen schon am 15. September Ergebnisse vorliegen. Und was Umweltminister Nikolaus Berlakovic zu all dem sagt, werden wir gleich erfahren. Er ist uns live aus Bozen zugeschaltet. Guten Abend nach Südtirol. Ja, guten Abend nach Wien. Ja, Herr Minister, erwartungsgemäß wehrt sich die Atomlobby, wehrt sich die Atomindustrie. Was denn nun? Das war ja auch zu erwarten, dass die Atomlobby nicht mir, nichts dir, nichts sagt, hurra, jetzt gibt es Stresstests, jetzt brauchen wir strenge Tests. Aber es geht darum, dass wir erstmals die Chance haben, eine europäische Atomsicherheit aufzubauen, ein Sicherheitssystem aufzubauen. Das müssen die Lehren aus Fukushima sein, denn wir können da nicht zur Tagesordnung übergehen. In Österreich ist die Bevölkerung verunsichert und fragt sich, wie ist denn das mit den Atomkraftwerken um uns herum? Und auch die europäische Bevölkerung braucht Antworten und die Stresstests sind eine solche Antwort. Verbindliche Stresstests, die schonungslos Mängel aufzeigen.
Tatsache ist, dass ein erster Entwurf vorliegt, der ganz anders aussieht, der aussieht, als würde da eine große Farce auf uns alle zukommen und der eigentlich nur vorsieht, dass Naturkatastrophenrisiken gecheckt werden und die vor allem von den Betreibern selbst. Was wollen Sie? Sie haben recht, dieser erste Entwurf ist nicht ausreichend. Es ist positiv zu bewerten, dass es erstmals einheitliche europäische Tests gibt. Das ist völliges Neuland und das ist wichtig, dass wir das betreten und uns Schritt für Schritt erkämpfen. Es werden Naturkatastrophen getestet, eben Überflutungen, Erdbeben, aber eben nicht menschliche Einflüsse wie Terrorangriffe, Cyberattacken oder eben Flugzeugabstürze. Das gehört noch ergänzt, weil sonst sind das keine umfassenden Stresstests. Und da gilt es die letzten Tage noch zu nutzen, die Chance zu nutzen. Ich kämpfe dafür, ich werde am Donnerstag mit Kommissar Oettinger zusammentreffen, bin mit ihm permanent in Kontakt, weil ich ihn unterstütze in seinen Bemühungen, ordentliche europaweite Stresstests für die AKWs aufzustellen. Aber was heißt das jetzt konkret, Herr Minister, für die Position Österreichs? Heißt das, nur wenn es unabhängige Experten gibt, die das prüfen und nur wenn alle Risiken geprüft werden, dann gibt es auch die Zustimmung Österreichs? Heißt das das? Die österreichische Position ist klar. Wir haben ja die Stresstests auf der europäischen Ebene in Diskussion gebracht. Das hat dann Kommissar Oettinger erfreulicherweise übernommen mit unserer Forderung. Erdbeben, Überflutungen, also natürliche Einflüsse zu testen. Der zweite Punkt, menschliche Einflüsse und eben auch dann testen, was zum Beispiel in Fukushima schiefgelaufen ist. Kühlsysteme, Aggregate, die Zwischenlagerung von den atomaren Brennstäben, auch das soll geprüft werden. Schonungslos alte AKWs abgeschaltet werden. Das ist wichtig, das erwartet sich die Bevölkerung. Und wir werden jetzt noch kämpfen für ein Ergebnis, das wir dann bewerten werden, wenn es auf dem Tisch liegt. Na gut, das ist jetzt aber nicht klar, weil Sie haben jetzt gerade gesagt, was Sie ursprünglich gefordert haben. Tatsache ist, die AKW-Lobby möchte das nicht in diesem Umfang machen. Und meine Frage war, was ist derzeit die konkrete Position? Heißt es, unabhängige Experten müssen alles checken und nur dann gibt es ein Ja? Also wir haben klar gesagt, damals, als wir da begonnen haben mit dem Stresstest wie heute, das sind unsere Positionen. Die Stresstests müssen verbindlich sein. Sie müssen auch von unabhängigen Experten durchgeführt werden. Sie müssen vergleichbar sein, Tests zwischen einzelnen AKWs in ganz Europa. Und so, damit wir ein umfassendes Bild haben. Wir kämpfen bis zuletzt für diese Position, weil wir damit in Europa, und ich betone das noch einmal, erstmals eine atomare Sicherheitsstrategie entwickeln können, was wichtig ist für jetzt und vor allem für die Zukunft. Es geht um die Sicherheit der Menschen, darum geht es mir, darum geht es auch Oettinger und das ist die österreichische Position. Ein Ratsbeschluss in dieser Causa ist ja nicht vorgesehen, ist auch nicht möglich wegen der EU-Rechtslage. Aber könnten Sie sich vorstellen, notfalls, um Ihre Forderungen durchzusetzen, eine andere Materie zu blockieren? Es ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wie gesagt, ich bin mit Kommissar Oettinger permanent in Kontakt, weil wir eben ordentliche Stresstests wollen. Das dürfen keine Schmähtests werden, schon gar nicht, was hier vorhin im Bericht angeklungen wurde, dass es mir um die Weißwaschung der Atomlobby geht. Das ist völlig lächerlich, völlig aus der Luft gegriffen. Die österreichische Position, auch die der Bundesregierung, ist klar. Wir wollen raus aus der Atomkraft, hinein in die erneuerbaren Energien. Wir wollen als Österreich vorzeigen, dass es auch ohne Atomkraft geht, indem wir die erneuerbaren Energien ausbauen, bis hin zur Energieautarkie und dafür kämpfen wir. Und da ist noch nicht aller Tage Abend. Da gibt es durchaus auch die Möglichkeit, Beschlüsse auf Ministerebene zu fassen. Wir werden sehen, wie die Ergebnisse sind und im Detail gibt es noch sehr viel Arbeit zu leisten in den nächsten Tagen. Jetzt zweifelt ja an Ihren lauteren Absichten niemand und auch nicht an den Absichten der anderen österreichischen Parteien, die ja alle dasselbe wollen in dieser Frage. Aber noch einmal, und ich bitte um eine konkrete Antwort, werden Sie notfalls für Österreich einen anderen Beschluss in der EU blockieren, um diese Sache durchzusetzen? Ganz konkrete Frage. Österreich wird sicher konkret sehr viel unternehmen, um seine Interessen durchzusetzen. Immerhin wurde unsere Idee der Stresstests übernommen. Der zweite Punkt ist auch die atomare Haftung. Es kann nicht sein, dass in Österreich ein Unternehmer oder ein Bauer haftet für einen Umweltschaden komplett und ein AKW-Betreiber haftet gar nicht oder nur bis zu einer gewissen Summe. All diese Dinge bringen wir auf europäischer Ebene ein. Das ist ein Prozess, den wir jetzt beginnen, als eine Lehre aus Fukushima und im Jahr 25 nach Tschernobyl, muss die Menschheit klüger werden. Wir müssen ja
hier neue Schritte fassen. Das ist kein einfacher Weg. Österreich wird seine rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um auf Ihre Frage zu antworten, um auch die österreichischen Interessen, die Sicherheitsinteressen unserer Bevölkerung durchzusetzen. Ich bin überzeugt, dass die Atomkraft keine Antwort ist, nicht für Europa und auch nicht für die Welt. Aber wir sind hier auf einem harten Weg und suchen uns Partner in Europa. Ich halte fest, Sie lassen sich das da noch ein bisschen offen. Das war jetzt nämlich keine konkrete Antwort. Aber reden wir über was anderes. Reden wir über die Glaubwürdigkeit der ÖVP in dieser Frage. Sie geben da jetzt den großen Widerstandskämpfer gegen AKW. Morgen lädt Ihre Partei zu einem Fototermin ÖVP-Frauen gegen Atomkraft. Aber im Nationalratsclub der ÖVP sitzt Altkanzler Wolfgang Schüssel, der gerade 98.000 Euro kassiert hat für seine Aufsichtsratstätigkeit bei einem Atomkonzern. Und er hat diese Tätigkeit auch noch auf die nächsten 5 Jahre verlängert. Wie geht denn das zusammen? Das geht insofern zusammen, als die ÖVP eine klare Position hat. Raus aus der Atomkraft für Österreich, aber auch für Europa und hinein in die erneuerbaren Energien. Es wird so getan, als ob Wolfgang Schüssel die Energiepolitik in Deutschland macht. Das ist absolut lächerlich. Das macht die deutsche Bundesregierung. Im Übrigen sitzt im Aufsichtsrat der RWE auch ein grüner Spitzengewerkschafter. Also es sollen die anderen Parteien hier nicht scheinheilig sein. Die sind alle vertreten in diesem RWE-Aufsichtsrat. Aber RWE klagt jetzt zum Beispiel gerade als einziger Konzern, Atomkonzern in Deutschland gegen das Moratorium der Regierung dort. Aber noch einmal, eine ganz persönliche Frage. Wäre es Ihnen lieber, wenn Wolfgang Schüssel da nicht drinnen sitzen würde? Schauen Sie, ich habe eine klare Position und die deckt sich mit der der ÖVP und auch der Bundesregierung. Wir wollen raus aus der Atomkraft, ein energieautarkes Österreich, an dem im Übrigen auch Wolfgang Schüssel ja in seinen politischen Funktionen auch mitgearbeitet hat, dass Österreich bei den erneuerbaren Energieträgern zur Spitze in Europa zählt, ist auch ein Verdienst von Wolfgang Schüssel und der ÖVP. Und diesen Weg der Modernisierung Österreichs, eben frei von Atomkraft hin zu erneuerbaren Energien, dafür stehe ich und den werde ich konsequent gehen. Dann frage ich es noch einmal anders. Würden Sie so ein Mandat übernehmen? Das steht nicht zur Debatte. Ich kämpfe für ein atomkraftfreies Europa im Sinne der österreichischen Bevölkerung und unter Wahrung der Sicherheitsinteressen. Wird es am Donnerstag eine endgültige Entscheidung geben in dieser Stresstestfrage oder kann das noch länger dauern? Was meinen Sie? Es ist so, nach meinem Gespräch mit Oettinger ist es so, dass er eine Entscheidung für Donnerstag anstrebt, aber eben keinen faulen Kompromiss. Ich unterstütze ihn dabei. Es hat keinen Sinn, einen halbherzigen Kompromiss zu schließen, schnell einen Stresstest vom Zaun zu brechen, sondern das muss eine konsequente politische Arbeit sein. Österreich und im Übrigen auch Deutschland unterstützt Oettinger dabei. Das ist wichtig, dass wir hier den Durchbruch erreichen. Niemand hat gesagt, dass das ein einfacher Weg wird. Das ist kein Osterspaziergang, aus der Atomkraft auszusteigen in Europa. Aber wir gehen diesen Weg, weil er richtig ist und weil die Menschheit es verlangt. Wie hoch sind die Chancen, dass die Stresstests kommen, die Sie und Österreich wollen? Kurze Antwort. Ich halte die Chancen für sehr hoch. Es ist eine einmalige Chance für Europa. Und dem in Prozent? Im Prozent. Derzeit steht es 50-50. Aber ich arbeite daran, dass der Prozentsatz höher wird. Auch die Atomlobby muss erkennen, dass sie nicht abseits von den Menschen agieren kann, dass sie die Interessen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen muss. Im eigenen Interesse, aber auch im Interesse der Sicherheit Europas. Die Zeit für die kurze Antwort ist vorbei. Vielen Dank und einen schönen Abend nach Südtirol noch. Ja, schönen Abend nach Wien. Herzlichen Dank.